Ein wildes Georock. Oh, nice. Hier kann man mit Tutak auf Level 100 schnell trainieren, ne? Oh, ich finde Turtok, Glurak jetzt voll schwach eigentlich, ey. Das tut mir schon ein bisschen in der Seele weh. Boah, ich freue mich schon, wenn ich meinen Impagator besitze. Das ist aber noch ein langer, langer Weg, den du auf dich hast, ne? Ja. Wenn du vor dir hast. Jetzt so, ich werde mein komplettes Geld einfach in der Safari-Zone alles ausgeben für einen Kanemaru. Kannst du es ja gleich von einem Trainer abkaufen. Könnte ich auch machen, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja viel Glück. Ja, vielleicht hast du ja mehr Glück als andere. Ich hab nicht so viel Glück. Alles mit dem Leben war aber gerade komisch, ey. Falls ihr es nicht gesehen habt, einfach nochmal zurückspulen und nochmal angucken. Das ist. Oh. Pipi! Pixie! Pipel! Hydro-Pumpe! Oh, Sarade hier wieder drin. Disarming Voice? Du hast noch ein Roserade? Alter, was wir für ein krasses Team haben, ey. Das ist schon nicht schlecht. Ach, fang auf. Heul doch nicht. Lass mich einfach weiter. Pflanze war auf Gesteinsschwach, ne? Stark. Stark? Ich versuch's einfach mal. Ich versuch mal hier, ob, wofür's. Ja, was war eigentlich ein dummer Versuch? Level 42 Georock gegen den Bisaflo Knosp Level 17. Das ist. Was versuche ich denn da eigentlich? Sag den Typen mit dem Shigi. Da unten, ne? Dieser Lincat. Mhm. Was ist, die machen hier gar keinen Schaden, ey. Ey, das mit dem. Ey, schreckt mich schon wieder auf. Das kratzt mein Ego, ne? Was will der eigentlich immer? Warum kommst du ja jetzt so weit, dass du ihn besiegen wirst? Ja, dann ist es aber, ist der aber wahrscheinlich geschwächt worden, ne? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hab mir mal so ein Display angeguckt. Da hat halt jemand. Und hat jemand vor Ash, aber mehr weiter habe ich nicht geguckt, weil ich mich selber nicht die Pokémon ausballern wollte. Oh ne, jetzt hatten wir mit einem Simsala. Ich krieg da nur eine Krise. Das macht aber nichts. Ja, ich merke schon, der macht Trick anstatt Physik. Macht keinen Charme. Die Attacke. Wieder 100.000 Erfahrungspunkte. Das ist unglaublich, ey. Old Man Bernie. Mutze rennt hier überall durch. Er hat schon alle besiegt hier. War ja hier vor kurzem noch. Hier kann man eigentlich gute. Wow, das hat aber gerade ordentlich reingezogen. Hä? Schon wieder? Warum? Hä? Ja, spuk mal zurück und guck dir schon mal die Lebensanzeige nochmal an. Ich hatte gerade fast gar kein Leben mehr. Dann ist das Leben einfach hochgegangen. Und dann ist es wieder runtergegangen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas ist hier faul. Hä? Bei deinem Toto? Nein, diesmal war es bei Glurak. Wo müssen wir lang? Hoch oder runter? Ich glaube hier hoch. Da unten kann man noch gegen andere kämpfen und so. Ist es Pyro, der da steht?
Warte mal, ich habe ja so ein schönes Tool-Talk. Es ist ja eben nicht Pyro, wie der Name zeigt. Ach, not blamed. Jetzt lese ich selber. Ich habe jetzt nur auf den Typen geachtet. Glückwunsch, ganz schön viel Erfahrung. Ja, die nehme ich noch schnell mit. Oh, gegen meinen Glurak, ey. Mein Glurak ist fast besiegt, ey. Achso, ich habe ja Tutok reingenommen. Ach, bin ich doof. Ninetales, neunschwänzig. Oder neunschwanz, sag ich auch immer. Hunderttausend Erfahrungspunkte. Wie viel kriegst du denn eigentlich, Mutze? Hm? Wie viele Erfahrungspunkte kriegst du? Warte. Ich mach gerade seine Pokémon. Ich werd grad nicht wirklich drauf geachtet. Also ich kriege... Kriege... 80.000. Boah, also kriege ich 20.000 mehr als du. Ja. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Auf zu den Top 4, ich werde jetzt hier durch. Lass mich durch. Ach. Hast du Repell an? Ich? Ja. Ja. Das sind ganz hier so durch. Hab mich schon gewundert, ey. Boah, noch eine Höhle. Muss ich jetzt ins Loch reinfallen, oder? Was war das denn? Hier unten. Dann rechts. Oder auch nicht. Oder? Oder warum beide nochmal? Ja, doch, hier ist richtig. Warum habe ich noch nicht gegen den gekämpft? Weil du vielleicht gegen ihn verloren hast und Angst hattest für ihn? Ich kann jetzt einfach vorbeilaufen, aber ich nehme ihn lieber mit, wegen Erfahrungspunkten. Security Officer Benson, halt! Hat er gerade halt gesagt? Yep. Ja, sprich Deutsch! Oh, wie süß. Feuer-Pokémon. Ist ja wohl ein Klacks hier. Ein Hundemon. Oh, ich denke mal nicht, dass wir gegen die Top 4 gleich anstinken werden. Oh, Hundemon. Also ich habe mit einem Pokémon den ersten von den Top 4 besiegt. Mit einem Pokémon. Dann bist du schon durch bei den Top 4, ne? Motze? Ja, ich war noch, bin noch lange nicht durch. Ich hab grad nur einer von den Top 4 besiegt, aber sonst. Oh, Gott sei Dank besiegt. Hätte jetzt übel ausgehen können. Ich denke mal aber, durch die man muss sich da richtig vorbereiten. Beleber braucht man da. Oh ja, am besten noch etwas, was die AP auffüllt. Tränke. Oh, ein Onix. Warte mal. Aquatel dürfte ihn jetzt eigentlich one-hitten. Nicht one-hitten, nicht one-hitten. Oh, und one. Oh, Sturdy. Er hat Sturdy. Gott sei Dank. Ich kann es fangen. Ich habe eigentlich einen Onix. Ja, ja, quatsch nicht. Gib mir einen Pokéball. Da ist noch kein Onix. Nee. 2, 3, 4, 5. Oh, nice. Wir haben einen Onix, Leute. Hier gibt es selbst sogar ein Member-Pokémon. Ich war hier noch nie drin. Hallo? Alter, was ist denn hier für eine, was ist denn hier los, Leute? Ach, die nähen hier alle. Ach, die wollen, die wollen mich. Gar ich mach mein Herz. Danke, Leute, danke, dass ihr alle gekommen seid. Danke, dass ihr alle da seid. Ich werde das schon schaffen. Ich frag mich, wieso die hier trainieren auf den Seeschauminseln. Ist es eigentlich besser? Vielleicht, weil es weiter weg ist. Ja, aber da hast du direkt eine Schwester Joy neben dir, auch wenn das, glaube ich, irgendwie 5.000 kostet. 1500. Das hat nicht die ganzen Pokémon hier, die hier Sturdy haben. Also du kannst da alle one-hitten. Oh, ist hier ein Lavados? Ist ein Lavados? Nicht gemerkt. Ich hab's nicht gesehen.
Ich hab einfach Linksklick gedrückt. Oh, das ist ja Lavados, was man jetzt so sieht, ja? Ich hab's damals auch nicht gesehen, weil da zu viele standen. Eigentlich auch nicht gesehen. So Leute, dann seht ihr hier nochmal schnell einen Lavados. Besiegt mit einem Schlag. Lusche. Ich hab schon mit einem Schlag besiegt gehabt. Alter, jetzt geht ja ab hier. Oh. Dramatische Musik. Youngster Joy. Okay, ist bestimmt ein Boss. Wo muss ich jetzt lang? Zum Heilen? Nach rechts. Ach nee, oder? Warum sagst du mir das nicht? Ja, man muss auf alles vorbereitet sein. Muss man gegen die kämpfen? Nein. Das ist so ein Typ in Ratsfratz. Der will einen Ratsfratz haben. Ach so, weil die alle so eine Kampfmusik machen. Ich dachte, ich muss jetzt kämpfen hier. Conversion, Home is here and see them. Die kenne ich gar nicht, hab die mal aus. It's pretty awesome, you made it here. Congrats, Zion from the Million City. Oh, wir sind alle jetzt gratuliert. Oh, ist das schön. Meine persönlichen Fans. Alle nur wegen mir hergekommen. Außer Giovanni. Toll. Und Sabrina. Oh, dich hasse ich immer noch. Und Pyro. Warum hast du so ein Smiley? Oh, ist das meine Mutter? Das könnte vielleicht sogar sein. Ja. Remember, Zarian LP, I love you. I have to go now. Was? Du bist ja für eine Mutter, Mann. Unterstütz mich. Hier gibt es auf jeden Fall die Max Coin, die Full Restore. Oh, Leute. Ja, das finde ich Top 4, ey. War das da vorteilhaft, Pisa Flor noch mitzunehmen, Pisa Knoss mitzunehmen? Wenn du es ernsthaft versuchen möchtest, nein. Na, dann muss ich früher Roserade reinnehmen. What you like to buy? Was wollen wir denn kaufen? Kann ich mein Dings noch greifen? Jo, ich kann da mein Dings hier reingreifen. Revive haben wir noch. Haben wir 9 Stück. Full Max-Päuschen wäre nicht schlecht. Hol ich mir mal 10 Stück. Ist zwar teuer, 25.000. Aber wir. Warte mal. Full hier? Achso, nee. 25.000 gehen wir jetzt einfach aus. Full Restore, was ist das denn? Das macht Leben wieder voll und macht, glaube ich, deine kompletten Effekte, die du hast, weg. Achso, nee, dafür haben wir halt die Barbaren. Oh Gott. Was okay. Du auf jeden Fall brauchst, ist Beleber und Hypertränke. Ich habe jetzt Max-Tränke genommen. Ich kaufe nur noch einen Beleber, kaufe ich nur, dann haben wir 10 Stück. 10 sollten reichen, oder? Nee. Er sagt einfach nein. Kaufe ich 11. Da habe ich 20. Jetzt bin ich fast pleite. Noch 50.000. Ja, das könnte reichen, ja. Okay, jetzt müsst ihr mich ein bisschen unterstützen. Was ist der erste Trainer für einer? Ja, bist du schon da, ne? Jo, ich bin schon reingelaufen, einfach eiskalt. So, ja. Okay. Ich schaue auch noch rein. Weiß ich gar nicht. Oh, das ist ein Wassertyp, oder? Wassereis. Ist Magnesone stark gegen Eis? Ja, Borat. Magnesone dürfte eine gute Wahl sein. Okay. Ich weiß jetzt nicht ein Eistyp, weil das ist ja, glaube ich, ein bisschen anders als Eis. Oh, ein Jurob. Na! Oder was auch immer. Jurob Quing oder wie auch immer. Discharge. So, erst schon mal besiegt. Tja, Leute, wir schaffen's. So, was kommt jetzt? Oh, Namos, ey. Das wird natürlich nicht mit einer One-Hit besiegt sein. Und natürlich mit One-Hit hier. Also. Ich warte nur auf den Moment, bis ich besiegt werde. Ja, klar. Aber Lapras ist paralysiert. Maybe to move. It's super effektiv. Hypnosis. Oh, jetzt schläft es auch noch. Wach auf! Haben wir eine Beere, wo sie aufwachen kann? Frozen, Raw, Burn.
Chesterberry Sleep. Ich hoffe, er macht es nicht nochmal, Dings. Dann krass dich aber aus, du. Surfer. Jo, Lapras auch besiegt. Rosana. Jetzt kommen die Eistypen langsam zum Vorschein. Ich glaube, das reicht aber nicht aus, oder? Nee, war klar. Okay, Rosana ist besiegt. Rosana. Und Austermon, oder wie es heißt hier. Austermon. Ja, müsste der besiegt sein, oder? Super effektiv. Es fängt. Okay, wir haben jetzt besiegt. Wenn ich jetzt wieder zurücklaufen würde und mich heilen würde, müsste ich von vorne anfangen, oder? Kannst gar nicht zurück. Ach so. So, auf zum nächsten Kampf. Bist du noch in dem ersten Kampf oder bist du schon weiter? Ja, ich hab's gleich geschafft. Okay, zweiter ist Feuerkampf wahrscheinlich, ne? Ja. Zweiter ist Kampfgestein. Also ich glaube, sein erstes ist ein Onyx. Also sollte Totok eigentlich gute Karten haben. Onyx sag ich schon. Totok. Was hab ich Totok gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin so aufgeregt. Okay, dann Onyx. Surfer. Ah, hat er bestimmt Sturdy drin, oder? Also weiß ich nicht. Ja, hat Sturdy drin. War klar. Sandsturm. Mit Sandsturm kickt ab. War aber ein leichter Kratzer, den er mir hat jetzt vertun hat. So, Onyx ist besiegt. Ah, der Sandsturm macht ja so minimalen Schaden auch noch, stimmt. Da war ja mal was. Was kommt jetzt? Nokshan. Detect. Ha! Lusche. Autsch. Surfer. Das musst du eigentlich treffen, oder? Jo. Close Combat. Wow. Der war nicht schlecht, der Angriff. Müsste er besiegt sein? Bitte. Jawohl, ist weg. So, Nokshan ist weg. Ah, der Sandsturm macht er. Der macht minimal Schaden, aber trotzdem. Der nervt. Ja. Oh, Kikli. Wieder so ein Problem hier. Surfer. Riversol. Okay, Sandsturm ist weg. So, Kikli müsste jetzt auch besiegt sein. Oh, mach schon mal, ich setze nur Surfer. In Hydro-Pumpe habe ich immer Angst, dass es schief geht. Cross-Chop. Und, yo, Cross-Chop hat Totok die Beine weggehauen. Das klingt ungesund. Ja. Gut, bei vier Armen, ne? Das ist klar, dass man da einen mit vier Armen gegen zwei Beine, ne? Das sieht nicht gut aus. Stone Age. Alter Schwede, was macht der denn für Attacken? So, Glurak ist auch besiegt. Ja, was soll ich denn jetzt machen, ey? Das. Okay, jetzt muss ich Markensohn reinrufen. Ich weiß, danach kommt ein Onyx. So, besiegt. Jetzt kommt nochmal ein Onyx. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Flash Cannon wird nicht viel abziehen. Okay, das ist meine Chance. Revive. Turtok.
Bist du bei seinem letzten, oder? Ja, bei seinem letzten. Aber ich mache hier gerade eine kleine Taktik. Also ich versuche es zumindest. So, dann kann ich restore den Pivot to apply remove the ring. Ich mach Rüstung gerade wieder, hab jetzt Turtok wieder belebt. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Na, übrigens, ich hab schon. Oh, und gedacht. Ich hab dieser Floor Knast mitgenommen. Ich dem Lack. Oh, es wird wieder lange dauern. Tja, Idiot. Hat sich Onyx selbst besiegt. Null Pokédollar? Was ist das für eine Schweinerei hier? So, Nummer 2 haben wir besiegt. So, müssen wir erstmal wieder beleben hier. Jetzt sind Pokémon alle. So, Magnezone. Magnezone. Okay. Also die ersten beiden fand ich ging noch, aber an der dritten habe ich echt ein bisschen geknabbert. Das war nicht so ganz einfach.